Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren Reisetag hier in die Affected. Und wir wurden hier gerade von einem Bären überrascht. Krasse Sache, mit dem habe ich nicht gerechnet, aber es ist der fünfte Tag und die ersten Wildtiere sind am Start. So, was heißt das hier jetzt? Irgendwie, du bist infiziert, benutze medizinische Verbände, um dich zu heilen. Infiziert. Oha. Okay, ja, den Bären müssen wir leider liegen lassen, weil wir können da nichts mitmachen. Jetzt war ich eigentlich nur auf dem Weg hier zum Fischteich. Hab gar nicht mehr daran gedacht, dass ab jetzt ja wilde Tiere spawnen. Ab Tag 5. Und plötzlich habe ich, erst habe ich gedacht, ach, hinter mir ist ein Reh. Nee, es war ein Bär. Er hat mich schwer verletzt. Wir haben nur noch 24 Gesundheit. Können wir hier mit dem Essen irgendwas an Gesundheit, ja, bisschen Gesundheit wieder nach oben pushen? Jo, ey, die hauen rein, die Viecher. So, wir können hier jetzt gleich rübergehen zum Fischteich. Ich wollte uns ein paar Proteine besorgen, eigentlich nur. Oh ja. Jetzt müssen wir hier aber ein bisschen Obacht geben, ne? Mit Bären. Und dann sind jetzt auch Wildschweine unterwegs, die uns an. Aber die Wildschweine greifen uns nur an, wenn wir die angreifen. So meine Erinnerungen an damals. So, wo ist der Teich denn? Da bin ich, da vorne ist der Fischteich. Gut, ich wollte uns echt nur ein paar Proteine holen. Und ja, der Bär muss da jetzt leider mal verrecken, ne? Den schleppe ich jetzt nicht auch noch. Puh, ey, der hat uns ganz schön an der Gesundheitsleiste genagt. Blödes Viech, dämliches. Echt jetzt mal. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass wir hier nicht noch mehreren von den Viechern begegnen. Es ist irgendwie düster hier draußen. Das Wetter zieht sich schon wieder zu. Ja, das habe ich befürchtet. Wenn es draußen dunkel ist, siehst du hier nichts in dem Teich, ne? Das ist auch noch echt. Das haben sie noch nicht reingekriegt. Ich meine, ist ja realistisch, aber zum Fische fangen? Ziemlich scheiße. Wirklich ziemlich scheiße. Dann würde ich sagen, wir gehen noch mal im Wemmidorf gucken, was wir da so finden und gehen dann hier nachher noch mal gucken, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Da man hier ein Kürbis. Schmeiß den gleich mal weg und ernte den. Und den können wir auch gleich mal essen. Ah, der gibt aber nur 2 Gesundheit. Dann lieber noch mal eine Gurke. Beide. Ja, das gibt ja auch Flüssigkeit. So, dann gehen wir mal ins Wemmidorf. Das war ja auch hier vorne irgendwo. Meine ich. Lass mal gucken. Gehen wir falsche Richtung. Da müssen wir lang. Da geht's ins Wemmidorf. Ja, ich wollte noch mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und finden so ein paar Metallbarren. Dass wir nicht ganz so viele selber craften müssen. Aber vorwiegend war ich ja hier, damit wir. Ah! Schon wieder so ein Bär! Aber die sind relativ leicht machbar mit dem Speer. Das ist gut. Alter! Und ich muss sie alle liegen lassen. Das ist doch scheiße. Weil das kannst du nicht schleppen, ey. Viel zu langsam unterwegs. So. Boah, schon der zweite Bär. Der hat uns auch wieder mächtig erwischt. Ein so ein Hieb von dem tut ganz schön weh. Aber hier ist alles ein bisschen machbar. Müssen nur besser aufpassen. Waren wir hier jetzt schon drinne? Ich weiß es nicht. Ja. Ne. Hier waren wir. Oh, guck mal, 3 Stück. Kürbis. Ah. Wo so Samen haben wir ja eigentlich schon, ne?
Die brauchen wir nicht sammeln, oder? Obwohl, haben wir eh schon. Ja, komm. Ja, Kartoffeln auf jeden Fall. Wir müssen... Oh, Erste-Hilfe-Kit. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist hilfreich, ja. Nö. Sah so aus, als wäre der geduckt gewesen. Hier haben wir noch Milch, ein bisschen Blut auf dem Tisch. Ja, das ist irgendwie blöd jetzt hier, dass man so eine Schlachtbank braucht, ne? Ja, und wenn ich hier auf Jagd gehe, dann nehme ich mir die Karre mit. Die will ich auch noch bauen. Ach, Seil. Ja, Seil kannst du machen. Tierfett. Tierhaut? Tierhaut. Tierfett. Nein, nicht Tierhaut. Scheiße. Ich brauche diese Tierhaut für den Köcher, sonst können wir mit unserem Bogen nichts anfangen. Das ist echt fies, ne? Was haben wir da? Eine Ofenkartoffel. Ja, cool. Rindenmulch, nein. Nein, nein, nein. Kein Rindenmulch. Aber auch kein Buch hier, ne? So. Shit, ey, schon zwei Bären. Guck mal, was gibt uns die Ofenkartoffel denn Gutes? Eine Gesundheit kostet uns Geld, aber gibt Protein. Kostet uns Durst. Macht uns durstig, auf Deutsch gesagt. So, gab es noch kein Wemby hier? Wir sind von da rein. Nächste Hütte wäre die da. Noch keiner gespawnt hier. Ich weiß nicht. Oh, Kartoffelpaste. Kann man die essen? Nee, was kann man damit machen? Bedarf es auch noch herauszufinden, ne? Ja. Ölkanne, okay. Ja, das ist auch gut hier, ne? Lehmerde. Plastik. So, wo ist der Wemmi denn? Also die kommen immer ins Haus, wenn die Tür offen steht, ne? Und hier ist keiner, hier sehe ich auch keinen. Hier ist Toilette, hier gibt es nichts. Wir müssen echt aufpassen, dürfen uns nicht mehr treffen lassen hier. Mit unseren 31. Da ist einer. Da schleicht er rum, der Fiesling, der. Guck mal hier, hier waren wir auch noch nicht. Sondern hier Fischöl. Können wir nicht mehr mitnehmen. Was ist das hier? Pizza. Rindenmulch. Wieso kann ich denn das nicht mehr mitnehmen? Kein Technologiebuch hier, ne? Lass mal gucken. Können wir hier noch ein bisschen was rausmachen, ja? Ah, leuchtet so schön. Bleierz. Solarmodul-Tech. Oh Gott. Da sind wir aber ein bisschen weiter. Hier sind nochmal Verbände. Aber wir sind nicht verletzt. Saatgut haben wir genug? Waren wir hier schon? Nö. Guck, unser nächster Eisenbarren ist schon ready. Eine Schiene? Naja, nee. Aber das bedeutet, man kann sich mittlerweile Beine brechen. Oder die Knochen brechen insgesamt. Was? Waren wir hier drinne? Ich glaube, ja. Ja, hier waren wir drinne. Wieso ist das so düster heute? Ist das so gewollt, dass das so dunkel ist hier? Wo geht's denn jetzt runter?
Ach. Da ist das Seil. Das spawnt noch mal so ein Viech. So ein Wemby. Ach, jetzt ist der Scheiß Speer auch schon wieder kaputt. Oh Mann. Und ich bin verletzt auch noch da. So, benutzt Verbände. Zack. Jetzt haben wir wieder keinen Speer, ne? Das ist doch scheiße. Wir sind unbewaffnet, Leute. Das ist doof. Unbewaffnet sein ist doof. Wo müssen wir hin? Da ist richtig, oder? Wenn wir da abbauen. Was ist das da? Was sagt uns denn dieses Kreuz? Höhle? Was ist jetzt? Ey, jetzt! Ey, jetzt! Hallo! Was ist denn jetzt hier kaputt? Also ich wahrscheinlich, aber ich kam nicht mehr aus dem Modus raus hier. Irgendwie? Hallo, Spiel. Spiel? Oha. Ich habe nichts gespeichert, gar nichts. Na, jetzt ist das Spiel abgekackt hier. So, jetzt sind wir wieder hier im Haus. Jetzt muss ich mal einmal gucken, wo wir so waren. Ist ja gerade abgekackt hier. Naja, doch, das Buch haben wir schon gefunden. Sehr gut. Wir waren dann wohl auf dem Weg nach draußen, ne? Ja, ich hatte hier auf der Karte geguckt. Hier gab es eine Höhle. Wir müssen jetzt aber hier hin. Wir hauen jetzt ab, würde ich sagen. In die Richtung. Da geht's raus, ne? Jo. Ja, können wir so machen. Wir haben keinen Speer mehr, genau. Weil uns der Speer zerstört wurde. So, das ist jetzt aber auch blöd hier. Oh, fuck. Nee, ich will ja ganz weg hier. Erstmal weg. Weg, 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 weg. Aber was machen wir, wenn uns jetzt so ein Bär kommt, ne? Wir sind voll für den Arsch. Voll am Arsch hier. Ernsthaft. Und jetzt erstmal schnell nach Hause kommen. Da ist schon wieder so ein Viech, aber diesmal ist es wirklich nur ein Reh gewesen. Nein! Nein! Hä? Was war das? Weggespawnt. Haha. Glück gehabt. Ja, ist ja gut jetzt. Nicht mal Ausdauer hier. So, wir sind fast da. Boah, ey. Jetzt wird's aber schwer. So ein Speer, der hält ja gar nichts aus. Echt nicht. Dieser Scheißsperr, du. Jetzt rennen wir aber schnell zu Mami hier. Jetzt habe ich immer noch keinen Fisch. Haben wir unseren ganzen Loot denn noch? Na, wenigstens das, ne? Brauchen wir noch eine Kiste. Schon wieder. So, jetzt haben wir hier das Problem Bär. Wir haben das Problem, Gesundheit ist ziemlich tief unten. Wir haben nichts Essbares an den Backen. Was ist das jetzt wieder? Das Reh ist weggespawnt. Ja, wahrscheinlich, weil wir neu starten mussten, ne? So eine Scheiße. Ich brauche immer noch Tierhaut. Oh, ist das ätzend jetzt fies hier, ne? So, guck mal hier. Da haben wir schon mal 5. Ja, ich brauche erstmal Platz. So, Kartoffelkeimlinge können hier rein. Hier, Rapsöl kann ich hier mit drauf machen. So, Tierfett geht hier nicht mehr mit rein, aber Plastik kann man stacken. Gut. Bleierz, kann ich das stacken? Nein, kann ich nicht stacken. Kohle hatte ich doch auch.
Na gut, was kann man mit dieser Kartoffelpaste machen? Warte mal. Nur erstmal gucken. So, dann haben wir schon mal zwei Stück hierfür, ne? Zwei Metallbarren auf jeden Fall mehr. So, Bleierz kann ich hier reinpacken. Nehmen wir zwei Bleibarren hier. So. Dann kann ich schon mal ein bisschen Platz machen hier. Gucken, was ich draußen noch reinkriege. In die Kiste kriege ich noch was. Und zwar das. Und das. Das ist doch schon mal viel wert, ne? So, den darüber. Der nimmt ganz schön was weg. Und das ist Platz für Brett. Wir brauchen neue Bretter, definitiv. Boah, ey. So ein scheiß Bär ist übel jetzt, ne? Mit dem habe ich auch echt nicht gerechnet. Und dann wirst du hier von einem überfallen, ey. Ich glaube, wir brauchen 8 Bretter, ne? So, aber wenn der mal zu uns kommt, ist das ja ganz cool, ne? Einer nur, wow. Doch so viel. Blöde Rindenmulch, die mulchige. Hier. 3 Stück ist doch gut. Die kommen jetzt erstmal alle drei in den ersten rein hier. So, Feuer. Und dann hier auch nochmal 3 rein. Ja. Hält nicht ganz so lange. Schwupp. So, hier haben wir noch ein bisschen Saat. Gut. Können wir auch hier reinpacken. Da haben wir nur 50er Stacks, ne? Okay, aber wir können eine Kiste gleich bauen nochmal. Sehr gut. Lager. Ja, wir werden echt viele Kisten brauchen. Und wir brauchen Nägel. Ich brauche diese scheiß Tierhaut, ne? So. Nein, noch. Ja, passt doch hier. Meine Fresse, ey. So. Oh. Bambis habe ich doch gesagt, erst an Tag 10. Hä? Ich brauche jetzt aber Stöcker. Nützt alle nicht. Schnell herstellen hier. Zack. Zack. Und ach so, Quatsch. Zack. Zack. Weg. Ah, ne, wenn man es eilig hat. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. Wo ist Wemmi? Wusste gar nicht, dass die jetzt schon hier spawnen. Auch am 5. Tag. Ach, die Nacht ist am 10. Tag. Richtig? Richtig. So, wo sind die Wemmis? Früher konnte ich immer schön mit dem Speer draufschmeißen. Mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Aber ich sehe hier auch keinen, ne? Laufen die hier noch so durch? Wird sich wohl melden, der Jugendliche.
Ah. So, herrlich. Die ersten Wembys hier bei uns. Cool. Oder auch nicht so cool, weil jetzt haben wir ja hier auch Bären, ne? Drei Stück hatte ich schon. Verdammt. Drei verfluchte Bären. So, warte mal. Aha. So, Bambi, Tembi. Ich hoffe, du warst der Einzige. War das ein Bio-Treibstoff, hast du mitgebracht? Das ist doch nicht schlecht, ne? So. Ich hoffe echt, er war der Einzige. So, was kann man mit dieser Kartoffelpaste? Hört sich nach klebrigem Zeugs an. Hier, Feuer, kannst du anmachen. So. Da stand er dann, der Wemby-Mann. Dann machen wir erstmal nur zwei, damit wir gleich Wasser kriegen. Meine Kartoffel habe ich noch. Cool. Ess das, ess das. 21 Gesundheit. Das ist nicht viel, ne? Nö, wir brauchen ein paar mehr Gurken. Gurken geben uns gut Gesundheit zurück, ja. So, wie sieht's hier aus? Zwei Metallbarren. Ja, warte. Wir hatten noch eine neue Kiste fertig. Gut. Hier. Ja, mach doch so. Hier, hier. So. Zwei Bleibarren, wofür auch immer die gut sein können. So, die weg. Fischöl. Ne, das kann rüben in die andere Kiste. Das First Aid Kit kann hier rein. Das kann hier rein und das kann hier rein. Der kann damit drauf. Gut. Gib mir Steine, Baby. Gib mir Steine. Hier Steine. So, ich will jetzt trotzdem diese Schlachtbank haben. Spätestens in der nächsten Folge will ich die haben. Ja. Weil wir werden ja doch öfter jagen jetzt. Da will ich das Gefiech auch gut auseinandernehmen können. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie viel Metallbarren haben wir denn? 2, 5 und 10 brauchen wir noch. Und, 10 if we need. Do we need? Hier sind doch auch noch Dinger. Nimm die doch mit. So, trinken müsste durch sein. Genau. Ja. So. Trink dich. Was? Wow. So, dann sind wir wenigstens voll mit Trinken. Jetzt gehen wir mal eben einmal rumgucken hier. Also die Tiere melden sich an. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ganz cool, ne? Was ich hier so finde, kann ich auch gleich mitnehmen. Was bist du? Ja, Federn für neue Pfeile. Sehr gut. Jo. Nichts Essbares hier. Ist das schon wieder Schrott, ne? So. Keine Gürkchen, keine Melönchen, kein Kürbis, nix hier. Das ist ja gemein. Wir müssen zusehen, dass wir uns da unsere ersten Beete selber bauen. Wir Sachen anpflanzen können. Jetzt ist er schon wieder out of Ausdauer. Ach ja, das liebe ich an den Spielen immer. Keine Ausdauer. Zumindest sind sie da konstant. So. Warte mal.
Ja, was man da alle machen kann, weiß ich gar nicht. Ja, das kannst du verbrennen, dann hast du da auch wieder ein bisschen mehr Platz. Dieses Rundenmolch brauche ich zwar später mal. Wo macht der nächste Metallbarren? Zack. Drei Steinchen. Zack, zack. Hier sind auch noch so Dinger. Warte mal. Dann so, 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 okay, so. Und dann haben wir zwei. Dann haben wir schon sieben. Machen wir ja nur noch drei. Ist doch super. Dann nehmen wir die Steine von hier noch eben mit und lager die oben ein. Und dann gucke ich doch mal, vier Metallbarren kriegen. Dass wir für den einen noch mal eben so Federn können auch hier mit rein. Diesen einen Metallbarren, ne, da kann ich doch jetzt mal Nägel rausmachen, also aus einem. Machen wir noch mal Nägelchen hier, ne? So, und jetzt kann ich mal gucken, was brauchte ich dafür so ein Beet? Essen, Beet, acht Bretter. Acht Nägel. Können wir schon mal ein Beet machen? Naja, besser als keins, ne? Ja, guck, noch mehr Federn. So, Holz hat er gesagt, braucht er, ne? Bretter, Bretter, Bretter. Boah, Leben muss doch mal pushen, echt. Also, wir brauchen auf jeden Fall Gurken. Gurken ist klar. Was? Gurken ist mal klar. Dies ist das erste, was ich anpflanze. Gurken. Weil die einfach gut Gesundheit geben, ne? Ja. So. Jetzt haben wir hier noch irgendwo was rumliegen, eigentlich. Eigentlich müssten wir noch irgendwo Holzstämme rumliegen. Schon wieder? Alter! Wo ist er denn? Da war doch gerade einer. Wo ist er hin? Wieso spawnen die denn alle immer vor mir weg? Aha. So. Nicht erwischen lassen. Ah, die sind ja noch easy. Komm, hat man einen Metallbarren dabei? Nö, aber Verbände ist auch gut. Jo, ey, die spawnen jetzt aber mächtig. Was? Coole Sache. So, wo sind jetzt meine Baumstämme hier? Ich hatte, da sind sie doch. Einer. Der andere ist wo? Da ist er hingerollt. Okay. Einen da rein, einer drauf. Dann haben wir da noch drei. Was? Oh, habe ich mir erschrocken jetzt mit der Sägerei hier, du. So, acht Bretter, wofür? Wofür wollte ich das haben? Für ein Beet. Genau. Kann ich draußen schon mal anbauen hier irgendwo? Platzierbares Essen geht. So. Nägel haben wir schon mal fertig. Vier Bretter noch. Da haben wir schon mal unser erstes Beet gleich fertig. Da kommen dann Gurkensamen rein, Wasser rein. Mais, Gurken, einmal teilen, zack. Hab ich schon wieder so einen blöden Scheiß. So, die letzten beiden Bretter drauf.
Saat hinein. Wasser. Das war nicht genug. Warte, warte, warte. Boah, das soll's wohl tun, ne? Ja. So, dann bauen wir unsere erste Gurke selber an. So, dann gucken wir hier mal. Hier sind wieder zwei Metallbahnen fertig. Haben wir jetzt sechs. Hab ja gesagt, den einen, ne? Den haben wir uns gegönnt quasi. Hier sind die Steine. So, warte mal, konnte ich das nicht auch so machen? Mach's doch mal schneller. So, da hätten wir schon zwei. Ach ja. Upp, upp. Vier und hier zwei sind sechs. Hier hatte ich aber keinen mehr drin, ne? Nö. Aber dann kann das hier rein. Das kannst du gleich irgendwo verbrennen. Die Nägel können wir eben damit rein. Und der 50er Stack. Die Federn hatte ich hier oben drinne. Genau. Die können hier mit drauf. Das Zeug kann hier schnell mit rein. So. Ja. Dann würde ich sagen, für heute sind wir durch, oder? Aber sowas von durch. Mit Tod, abgestürztem Spiel, allem Zip und Zap. Den Tod haben wir leider nicht erlebt. Weil ja da das Spiel abgestürzt war. Sehr schade eigentlich. Wir haben eine Technologie hier erforscht. Hier die Solarmodultechnologie. In jedem Dorf befinden sich zwei Tech-Bauplanlisten. Ne? Wir haben das. Aber das bringt uns noch nichts. Wir brauchen erstmal diese Ölsaugertechnologie, Wasserstrom. Das wäre erstmal viel wichtiger. Leider haben wir das noch nicht. Komm, dann machen wir den nächsten Metallbarren noch eben fertig. Holen wir eben Steine schon mal ran. Drei Stück müssen reichen. Und dann brauchen wir wieder neue Steine. So, eins, zwei. Hier. Hier. Und da. Und dip, dip. So, was lief da gerade rum? Nix. Ja gut, dann würde ich sagen, für heute hammert. Ja, wenn euch die Runde heute gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir auch gerne eure Kommentare da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.